Wir sind erwacht. Elben. Denn ein Frosch ist ja dann immer selber Frosch vom Fass zu Hause. Ja, stimmt. Geil wäre es. Hallo, Es Herr freut Elrond. mich sehr, dass ihr wieder auf den Beinen seid. Ich meine später im Spielverlauf in anderen Addons, ich glaube sogar zu Rohan, kommen sogar bekannte Sprecher. Also nicht von Herr der Ringe, sondern allgemein Synchronsprecher, die man so aus anderen Spielen kennt. Zumindest hatte ich das einmal, als ich in den Streamlabor mal reingeguckt hatte, angesehen. Ich habe aber ganz schnell wieder ausgemacht, weil ich mich nicht spoilern lassen wollte von der Story. Es freut mich sehr, dass ihr wieder auf den Beinen seid, Adariel. Nachdem ihr gefallen wart, haben wir noch auf dem Schlachtfeld versucht, euch zu heilen. Aber der Hexenkönig von Angmar hatte euch eine schwere Wunde beigebracht. Eine, mit der wir bisher noch nichts zu tun hatten. Wir entschieden, euch nach Imladris zurückzubringen, weit entfernt vom Feindesland. Während meine Heiler versuchten, euch von dem Bösen zu befreien, das in eurer Wunde saß, habt ihr Jahre in unruhiger Agonie verbracht. Na, da Säckel. Als der Krieg vorbei war, kehrte ich zurück, um ihnen zu helfen. Und habe dabei viel über die Heilung von durch Morgul Stahl verursachte Wunden gelernt. Als ihr endlich schlafen konntet, habt ihr dies viele Jahre lang getan. Trotz meiner Bemühungen schwanden eure Kräfte. Auch wenn es lange Zeit in Anspruch nehmen wird, glaube ich, dass ihr die Stärke wiederfinden werdet, die in euch ruht. Was die Aufgabe angeht, die euch Gil-Galad übertragen hat, seht sie nicht als gescheitert an, Adariel. Niemand hätte vorausahnen können, dass der Feind seinen Nazgûl schicken würde, um Teleron zu holen. Leider wurde er nie gefunden. Auch nach dem Fall von Barad-dûr nicht. Es schmerzte Gil-Galad sehr, euch beide im Krieg zu verlieren. Und es hieß, dass sein Licht durch all die Schlachten, die folgten, mehr und mehr schwand. Ah, okay, er ist tatsächlich nach dem Schwarzen Tor gefallen. Dann passen die Geschichten schon wieder aus dem Buch. Dennoch verzagte er niemals vor dem Feind. Nein, ihr seid nicht umsonst gefallen. Unser Sieg an jedem Tag auf dem Schlachtfeld hat Früchte getragen. Sauron hat unseren Angriff 7 Jahre lang im dunklen Turm standgehalten. Doch schließlich wurde er von Gil-galad und Elendil niedergestreckt. Elendils Sohn Isildur trägt den Ring von Saurons Finger und hat den dunklen Herrscher damit vernichtet und aus diesem Reich verbannt. Doch es gibt darüber noch mehr zu berichten. Ja, ihr erinnert euch an den König, als wäre es erst gestern gewesen. Ja, ich weiß. Es war gestern. Wenigen, deren den Reich verblieben sind. Ich hasse es, wenn ich mich nur so ein bisschen bewegen kann. Nein, Hilfe, ich wollte mich nicht bewegen. Auf Kosten. Ah, okay. Sie sind doch da gestorben. Doch da gestorben, aber Jahre später. Gut. Ich versuche es so ein bisschen zu verstehen. Wenn ich das beim letzten Mal übersprungen habe, wo ich die Szene hier gespielt habe. Ich wollte nicht zu viel mitlesen. Das Wasser sieht cool aus. Der 3018. Jahr des dritten Zeitalters. Boah. Junge, Junge, Zeit vergangen, ne? Ist cool. Dass er nun hier vielleicht auch verheilt. Na, mal gucken. Mal gucken, ob auch seine Wunde verheilt ist. Aber uns scheint es jetzt ja wohl frei zu stehen,
zu den grauen Anfurten zu kehren und, ja, ein Schiff zu nehmen und Mittelerde zu verlassen oder zu kämpfen. Gut, sieht zwar äußerlich geheilt aus, aber er ist in einer tiefen, unruhigen Schlaf gefallen. Dann sind wir wieder zu Kräften, schläft aber noch immer einen ruhelosen Schlaf. Also ganz ehrlich, der liegt da auch ein bisschen sehr seltsam. Ich will ja nichts sagen, aber das sieht so ein bisschen aus, als hätte man ihn an so ein Kreuz gebunden. Ich meine, die Beine sind so etwas verstreckt, die Arme so nach hinten. Also ich sehe da so eine gewisse... Eventuell. Das war nur so eine Gedankenspielerei. Durch die Liegeposition. Vieles hat sich seit unserem letzten gemeinsamen... wenn ihr alles seht und wenn ich so schlafen würde, ja. Weißt du, mir tut schon alles weh, wenn ich nur auf dem Rücken schlafe. Das ist schon unbequem. Das finde ich schon echt ekelhaft. Es stimmt mich traurig, dass Hitgul immer noch leidet, aber ich hoffe, er erholt sich ebenso schnell wie ihr. Ihr müsst wissen, als die Schlacht schließlich Barad-dûr erreichte, wurde Hitgul mit einem Schlag von Sauron persönlich niedergeschreckt. Und nur durch die Gnade der Valar hat er überlebt. Der Stahl der Waffe des dunklen Herrschers war auf ähnliche Weise verdorben wie die Klinge, die euch durchbohrt hat. Und er erlitt die gleiche Wirkung, die ihr jahrelang erdulden musstet. Nun gut, wir haben genug über die Vergangenheit gesprochen. Reden wir über die Tage, die vor uns liegen. Seit unserem letzten gemeinsamen Aufbruch aus dem Imladris hat sich viel verändert. Das Zeitalter der Menschen scheint angebrochen zu sein. Und ich spüre, dass sich die Zeit der Elben in Mittelerde sicher ihrem Ende zuneigt. In der Tat haben schon viele auf dem den Schiffen unsere alte Freundes Círdan dieses Reich verlassen. Er wird jetzt von denen, die seine Arbeit kennen, der Schiffsbauer genannt. Und er wohnt mit den wenigen geschickten Handwerkern, die in seinen Diensten verblieben sind, in Midlond. Der Großteil des Holzes, der Círdan verwendet, wird über den Hafen Selondim am Ered Luin nach Midlond gebracht. Dorthin müsst ihr reisen, um zu den Grauen Anfurten zu gelangen. Adari, ich habe eure Habseligkeiten und ein paar Vorräte für eure Reise bereitgelegt. Euer Ring liegt in der Schatulle auf dem Tisch auf der anderen Seite des Zimmers und eure Rüstung liegt in einer Truhe neben eurem Bett. Sie trägt zwar immer noch Kampfspuren, aber ansonsten hat die Zeit ihr nichts angehabt. Tatsächlich hat das Vergehen eines ganzen Zeitalters unser Licht getrübt und im Osten ist ein neuer Schatten erwacht. Was das betrifft, so habe ich euch eine Schriftsammlung über die Geschichte des dritten Zeitalters zusammengestellt. Auch wenn diese Welt zurückliegt. Ihr könnt sie gerne mitnehmen, wenn ihr aufbrecht. Sobald ihr eure Vorbereitung abgeschlossen habt, werden wir uns wieder über eure Reise nach Selondim unterhalten. Okay. Aufgaben und Aufgabenringe. Mhm. Ja, Leitsystem, das brauchen wir nicht. Elrond Schriften. Nehmen wir doch gleich mit. Aufgabengegenstände. Auf euren Reisen werdet ihr gebeten, werden bestimmte Gegenstände zu sammeln, die ihr für eure Aufgaben benötigt. Die meisten dieser Gegenstände werdet ihr in eurer Aufgabenliste gespeichert. Wenn ihr euch darüber informieren wollt, wie viele der notierten, nötigen Gegenstände ihr bereits in eurem Besitz habt, so könnt ihr diese Information einsehen, indem ihr in eurer Aufgabenliste die entsprechenden Aufgaben auswählt. Okay. Also, wie immer. Nichts Neues. Witzige Rüstungssammlung. Her damit. Immer her damit. Ja. Verwaltung meines Inventars. Inventar bitte einmal auf dies. Warum habe ich plötzlich mehr Inventarplatz? Ich habe mir das doch für den anderen Schar gekauft und nicht für den hier. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt verstehen muss, aber... Naja. Okay. Gut. Achso, das ist... Achso, ja, das ist auf Englisch. Das kann ich nicht lesen. Ich weiß nicht, wie. Man kann sie zumindest ineinander stecken. Also du kannst zum Beispiel alles in diese Tasche stecken. Warte mal. Kannst das so machen. Du kannst die Dinger dann
platziere sie einfach mal hier. Packst einfach alles hier auf eine. So kann man das zum Beispiel machen. Dann hast du zum Beispiel eine Tasche. Dann hast du das hier unten alles gestapelt und hast dann zum Beispiel halt jetzt nur diese eine. Das geht. Wie es anders geht, wüsste ich jetzt nicht. Na gut, okay, jetzt ist es zum Beispiel weg. Jetzt hast du halt wirklich nur das hier. Und so kannst du es dann zum Beispiel ziehen. Mit dem Ding. Dann hast du jetzt zum Beispiel nur ein Inventar. Fenster und alles andere ist weg. So, das geht. Kann man machen. So, dann haben wir hier einmal die Schmuckschatulle. Achso, und spreche mit Elrond, okay. Ist alles einzeln. Das stimmt. Ja, mich hat das jetzt nicht gestört, weil ich das jahrelang so gemacht habe. Aber ich habe tatsächlich mal ausprobiert, ob es geht. Und Elro hier werden sich einer Expedition in die Ruinen von Edhelion anschließen und euch im Verlauf ihrer Reise nach Kelondim bringen. Ach, Kelondim heißt das, okay. Sehr gut, eure Kräfte werden nach und nach zurückkehren, wie auch die Macht eures Rings. Ich hoffe, meine Schriften werden euch ebenfalls von Nutzen sein. Ich kann mich zwar an vieles erinnern, was während eurer Genesung passiert ist, doch nicht einmal ich weiß alles, was seit Ende des zweiten Zeitalters geschehen ist. Was eure Reise betrifft, so werden meine Söhne euch nach Kelondim bringen. Eladan und Ilro hier werden sich auf meinen Geheiß hin einer Expedition in die Ruinen von Edhelion unter der Führung des Elendorlas anschließen. Okay, das ist das, was ihm erzählt wurde. Es sind bitte keinen anderen davon, aber ich hatte eine seltsame Vorahnung. Und darin sprach eine Stimme zwischen verschwommenen Bildern. Blutrote Fußspuren auf schwarzem Schnee, wo der grimmige König wandelt, um seinen Thron zurückzugewinnen und zu beenden, was begonnen wurde. Das ist ein beunruhigendes Rätsel, von dem ich nicht glaube, dass es bald gelöst werden wird. Habt ihr irgendeine Idee, was es bedeuten könnte? Die Tür zu Tamsend öffnet sich mit einem gedämpften Knarren. Ach, wie dem auch sei, um diese Sorge sollen sich Dorolas und seine Expedition kümmern. Meine Söhne erwarten euch an der Tür zum zentralen Hof. Und wenn ihr abreisebereit seid, werden sie euch nach Kelondim am Eredluin bringen. Ich wünsche euch eine schnelle und problemlose Reise. Ne Marie. Okay. Hui. Müsst die Aufgabe wählen? Achso. Ja, dann nehmen wir hier die soliden Runensteine. Das andere ist gerade sinnlos. So, jetzt haben wir hier auch unser Inventar. Hui, tadadat. Und zwar, jetzt können wir einmal hier ausrüsten. Dann haben wir einmal hier mit und einmal ohne Kapuze. Wir nehmen ohne Kapuze. Und haben hier auch einmal den Helm. Den ich aber über Zierwerk einmal ausschalte. Tada! Gut, und dann hätten wir hier auch noch den Umhang. Der Umhang. Das ist der Runenstein, so. Und den Ring. Und den hier, erst auf Stufe 4. Okay. Dann bitte einmal alles, ja, einmal alles sortieren. Und jetzt haben wir unsere alte Rüstung aus dem Kampf. Haben wir an. Vater hat euch sicher alles über die anstehende Reise erzählt, doch keine Sorge. Um seinen Traum braucht ihr euch keine Gedanken zu machen. Ja. Vater hat euch also gestattet, den Lader zu verlassen. Ich muss sagen, ich bin sehr gespannt darauf, von euch mehr über die Schlachten aus den vergangenen Zeiten zu erfahren. Vater meinte zwar, wir sollten euch nicht mit so vielen Fragen behelligen, aber das ist vermutlich die letzte Gelegenheit dazu, oder nicht? Er hat euch sicher alles von der euch vor euch liegenden Reise erzählt. Doch keine Sorge. Um das, was er im Traum gesehen hat, braucht ihr euch keine Gedanken zu machen. Außerdem sollten wir auf der Reise nach Kelondim genug Zeit haben, uns über andere Dinge zu unterhalten. Ich denke, dass euch Interesse
skizzieren wird, was in den letzten 3000 Jahren geschehen ist. Mein Bruder und ich sind bereit für die Reise nach Eredluin. Wenn ihr auch soweit seid, könnten wir sofort aufbrechen. Sind wir. Warte immer noch auf die Szene, die eigentlich kommen müsste. Aber wahrscheinlich verwechsel ich das einfach mit den Elben. Ja, ich verwechsel das mit den Elben. Also mit den anderen Elben. Ja, jaha. Jaha, ich brauche den Helleringe-Shop gerade nicht. Tada! Wir sind in der offenen Welt. Wir haben es geschafft. So, und jetzt kann ich euch einmal zeigen, wie groß die Welt von Herr der Ringe Online ist. Mit M drücken wir hier einmal auf die Karte. Das ist das erste Gebiet. Das erste. Dann haben wir hier, also einmal die Eredluin, wo wir sind. Das Auenland, die Vendim, Rohel, die Nordhöhen, Breland, Einsamlande, Trollhöhen, Ettenöden, Angmar, Nebelgebirge, die Region, Thunland, Isengard. Und die Gebiete sind übrigens auch alles so groß. Sie sehen vielleicht manchmal klein aus, sind sie aber nicht. Sie sind nicht klein. Nicht im geringsten. Und das ist nicht alles. Das war nur dieses Gebiet. Das war nur dieses kleine Pfützegebiet. Dann haben wir hier noch Rovanion. Mit Gundabad, das müsste, glaube ich, das Neueste sein. Hier. Düsterwald. Nord und Süd. Das hat das komplette Gebiet hinter dem Auenland. Ja, es ist alles. Alles ist damit drin. Ostrohan, Westrohan. Edoras, Helmsklamm. Lothlorien, Eisenberge, Dol Guldur, dann hier Gondor, Westgondor, Zentrum, Minas Tirith, komplette Map. Ich hab das so vertreffen in der Hose. Und wo gibt's die Häuser? Das ist unterschiedlich. Also unter anderem, übrigens, warte, Mordor übrigens auch. Darf man hier auch hin? Noch nicht überall hin, aber schon vieles. Wenn wir jetzt einfach nach Eriador gehen. Hier oben kannst du dir zum Beispiel in der Siedlung der Zwerge kannst du dir zum Beispiel was holen. Das hier ist ein Gebiet für Housing. Da möchte ich aber zum Beispiel halt nicht hin. Dann hier unten. Das ist das Gebiet der Elben. Da möchte ich bevorzugt hin. Dann gibt es das Auenland hier unten. Da habe ich für meinen privaten Schau ein Haus. Und wo es dann noch welche gibt, weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt noch in anderen Gebieten noch. Aber da weiß ich es nicht hundertprozentig. Da gibt es wie bei FF14 verschiedene Möglichkeiten. Ja. Also du kannst, wie gesagt, einmal hier im Gebiet. Du kannst bei den Elben, du kannst bei den Zwergen, du kannst bei den Hobbits. Und ich glaube, es müsste auch eine Siedlung noch bei den Menschen geben. Ich meine, es müsste dann hier im Breland... Ja, Siedlung Breland, hier gibt es auch noch eine. Siedlung Breland gibt es auch noch. Also mindestens 4 Gebiete und vielleicht auch noch für die anderen Klassen, Rassen. Da gibt es vielleicht auch noch welche für. Also ja, es gibt verschiedene. Und bisher ist es auch noch nicht überlaufen. Also bisher kannst du dir noch Häuser kaufen. Noch ein Grund, warum ich jetzt anfangen möchte, weil du hast noch keine Warteliste oder sowas. Ich weiß auch nicht, ob es wirklich eine Begrenzung gibt oder nicht, aber ich habe zumindest auf meinem Einschlag habe ich schon mein Haus. Hier spare ich auf ein Luxushaus, also auf das größte der Häuser. Jupp, die Hose ist nass. Oh Mann. Oh Mann. So, dann hole ich mir einmal kurz meine VIP-Belohnung. Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Ja, ich Was möchte einmal meine VIP-Belohnung. Eine Winde rüberschieben. So. War das bei dir? Ich weiß es gar nicht. Was haben wir das Ding? Ihr könntet mir vielleicht zu Diensten. Wie gesagt, ich lese die normalen Quests jetzt nicht vor. Ich lese nur die Hauptquest vor. Hauptquest und später noch einen Nebenstrang, der auch sehr wichtig ist. Hier sind unsere Heimmarkierungen. Das heißt, ähnlich wie in FF14, wenn du zum Beispiel Gridania hast, hast du hier deinen Rückreise-Teleport. Machst du einmal binden.
Und dann kannst du hier, ich glaube einmal stündlich, kannst du dann hier kostenlos einmal herreisen. Wechsle ich wahrscheinlich immer mal wieder, je nachdem wie weit wir voranschreiten. Aber ja, das ist halt hier so ein Rufstein. Oh, ich muss da einmal eine Liste muss ich da einmal verschieben. Ist mir eine Liste in die andere Liste rübergerutscht. So, und dann muss ich einmal ganz kurz... Schnellzugriff. Immer anzeigen. Eigentlich müsste das immer... Eigentlich müsste das, ne? Egal. Ja, Aufgaben automatisch ablehnen. Will ich alles gar nicht. Jetzt ist das fixiert. Seltsame Sache, ey. Nee, danke, Papa. Lederstuhl geht leicht wegzuwischen. Oh, ja, Lederstühle sind toll bei sowas. Fixieren. Fixieren raus. Habe ich noch irgendwo fixieren? Ich glaube nicht. Oder? Ah, nee. Warte, doch. Das war das ganz oben. So, annehmen. Und das packe ich dann einmal nach da ganz oben. Tada. So. Eine neue Nachricht. Ja, hier haben wir zum Beispiel schon die erste... Die Bingo-Boffin-Quest-Reihe. Das ist die, die ich dann auch noch vorlese. Aber das dauert, bis wir da sind. Das dauert noch sehr, sehr lange. Jetzt muss ich einmal ganz kurz den Tauschhändler finden. Weil ich habe... Hier noch Münzen. Für gewöhnlich kann man erst reiten, wenn man hier oben beim Hengstackerhof gewesen ist, da eine Quest gemacht hat und sich dann im Shop Reiten gekauft hat. Oder halt erspielt hat. Du kannst dir ja die Punkte erspielen. Das zeige ich dann, wenn es soweit ist. Oh, wir haben mal Spieler im Startgebiet. Oh, es sind mal neue Spieler. Das ist ja, oh Gott. Das ist eine Seltenheit. Zumindest ein neuer Spieler. So, ich habe hier solche Mithril-Münzen. Damit kann ich mir jetzt die Eigenschaft Reiten halt holen. Ist für gewöhnlich nicht zugänglich, es sei denn, man hatte diese Mithril-Münzen. Ich hätte aber auch gern das blutbraune Ross. Naja, wir holen uns das erstmal. Und da ich ein accountgebundenes Reittier habe, kann ich mir das einmal... Andingseln. Reiten kann ich eh automatisch jetzt. Und dann haben wir hier Sammlungen. Und dann seht ihr schon, was es alles an wundervollen Mounts gibt. Ja, auch hier kann man Mounts farmen. Es ist 267. Das sind nur die Begleiter. Das sind nur die Begleittiere, die es gibt. Davon kann man sich halt welche im Shop kaufen. Man kann sich aber auch welche spielen. was kostet das aber bei dem Game? 12,99 €, glaube ich. Ich gucke aber nochmal kurz nach. Ich gucke einmal kurz für dich nach. Abonnieren, verwalten. Ja, 12,99 €. Und dann kriegst du, wenn du zum Beispiel das VIP-Abo hast, kriegst du jeden Monat 500 von diesen Talern. Und zum Beispiel, wenn du dann das Buch der Taten machst, also dieses hier, darüber kriegst du halt Punkte, teilweise. Und dann kannst du dir zum Beispiel auch Tiere kaufen und so weiter und so fort. Und halt auch die Erweiterung. Hier sind die Reittiere. Der Mutter hat einen Vogel, der hat meine letzte Nachricht überprüft. Ich weiß. 215 gesammelte Reittiere. Das ist meins. Rost aus Bruchtal. Da habe ich lange für gespart. Dann gibt es auch jede Menge Emotes. Aber du hast... Also man hat wirklich schon von Anfang an eine riesige Menge Emotes. Also die muss man nicht unbedingt sammeln. Du hast halt 125 von 205 Emotes. Die anderen braucht man nicht unbedingt. So, dann sieht man hier zum Beispiel schon die Stallmeister, die es gibt, wo man dann überall... ne? Schnellreise hinmachen kann später. Ist also auch schon eine Masse. Obwohl es vielleicht nicht danach aussieht, aber es ist eine Masse. Und ja,
Ne? Also ich wollte mir doch meinen Reitheller jetzt ranziehen, ne? Das habe ich ja gut hingekriegt. Bitte einmal verfügbar. Danke. Reitheer. So, und jetzt? Ich mal die Begleiter sehen. Jupp. Also ich kann... Doch, ich kann hier auch welche anzeigen. Das sind da hier solche... Das ist, glaube ich, irgend so ein Takelviech. Dann hast du hier so einen komischen Pappdrachen. Wolfshund, eine Drossel, ein Dachs, eine Schlange, eine Bänderschlange, Flughund, Reh, Huhn, es gibt alles. Es gibt, glaube ich, sogar kleine Drachen. Irgendwelche Viecher, von denen ich nicht weiß, was es ist. Gänse. Ja, hier ein goldener Drache. Zum Beispiel. Ist das die Höhlenklaue? Eine Ziege. Also es gibt wirklich Mitternachtsdrachen und war das Spiel. Ja, die hier sind alle spielbar. Warte mal. Alle? Ja. Ja. Die hier sind alle spielbar. Also du hast schon wirklich viele, die du dir in-game spielen kannst. Und dann hast du hier halt, die sind im Shop verfügbar. Also, es ist schon echt eine Menge. Und bei den Pferden halt ähnlich. Da hast du halt auch die, sind alle spielbar. Und verfügbar im Shop sind halt die hier. Ich habe halt auch ein Shop-Pferd. Nicht dafür, Mappa. Nicht dafür. Dafür machen wir das ja hier. Das hier ist mein Pferd. Mein treues Ross. Und du kannst dein Pferd hier auch umbenennen. Butterfly, so. Mein Pferd heißt erstmal Butterfly. Ja, das ist mein wunderbares Elbenpferd. Noch ein Grund, warum ich einen Elb haben wollte, weil das passt das Pferd einfach. Und hier sind die Stallmeister für die Schnellreise. Was kann ich für euch tun? Hier kann man dann Schnellreise später machen. Zum Beispiel nach Durins Tor, Michelbinge, Westbre, Schlucht sind die ersten Sachen, wo man dann hinreisen kann. Also, es gibt wirklich unglaublich viel. Würdet ihr eine Minute eurer Zeit für mich opfern? Ja, hier sieht man dann halt auch die Aufgabenstufe, für welches Level es gedacht ist. Dann, ob man es solo machen kann oder nicht. Ich meine, du kannst sogar das komplette Game solo machen, außer halt Dungeons & Raids. Aber ich meine, sogar die Instanzen kannst du alleine machen und du hast keine Skillung. Also, du wirst nicht runterskaliert. Wenn du zum Beispiel... Ich meine, dass ich das vorhin ganz gut getestet habe. Da war ich im Startgebiet der Hobbits. Das ist so dann im Level 5er bis 10er Bereich. Und mein Charakter war halt Level 16, 17. Und ich war halt in der Instanz dafür drin. In der Geschichtsinstanz. Du kannst dann einfach ein bisschen höher leveln. Dann gehst du mit einem etwas höheren Level rein und haust die Viecher dann um. Ohne dass sie mitskalieren. Oder dass du runterskaliert wirst. Das finde ich ja halt zum Beispiel mega cool. Und ich hoffe, das bleibt auch. Weil dann kannst du wenigstens auch allein die Dinger platt machen, ohne dass du dann da sitzt und sagst, ha, scheiße, ich komme nicht weiter. Weil für die Kleinen findest du halt kaum Inis. Also kaum Gruppen. Du hast zwar einen Gruppenfinder, der nutzt aber kein Schwein. Du musst das halt, also kannst das dann auch nur über Chat machen und so weiter. Also wenn du Glück hast, hilft dir da niemand. Aber in der Regel kannst du das wirklich alleine machen. Da brauchst du für gewöhnlich niemanden. Seid gegrüßt. Würdet ihr mir bitte einen Augenblick Gehör schenken? Und es gibt auch wie in WoW und Konsorten FF14 auch Zierwerk. Das ist das hier. Da kannst du dann Kostüme tragen. Die kann ich jetzt aber leider noch nicht zeigen. Ich habe leider... Oder? Doch, warte. Eins habe ich. Ein Kostüm habe ich. Und zwar von meinem 4-Jahres-Ding. Warte mal. Steige ich hier einmal kurz ab. Mach das dann mal so. Zierwerk. Ausstattung. Umhang. Ja, Ausstattung anlegen. Umhang. Und... Ja. Das habe ich halt, weil ich 4 Jahre jetzt angemeldet bin, habe ich da halt so ein Bonuspaket bekommen.
Und wenn ich da jetzt das mache, habe ich mein Ziel weg. Trage aber noch meine Rüstung. Gut, den Helm kann ich dann auch wieder ablegen. So. Ne? Ganz easy peasy. Also auch perfekt für mich mal wieder. Mit Sachen anziehen. Und ich finde das Kleid eigentlich sogar mega schön. Ich glaube, das lasse ich sogar an. Also auch das gibt es hier. Auch das fehlt hier nicht. Optische Täuschung und die ist jetzt von der richtigen Rüstung. Genau. Genau. Ich finde es halt mega cool. Und es sieht auch mega schön aus, finde ich. Es ist jetzt nicht vergleichbar mit einem WoW oder einem FF14 oder Elder Scrolls. Weil es ist ja wirklich schon sehr, sehr alt. Aber ich finde, für das Alter kann man es echt noch spielen. Und falls es wirklich seine Grafikaufbesserung kriegt, was das Spiel echt verdient hätte, dann wäre alles gut. Ne? Wär schön. Ihr seid vor einem Monat mit den Söhnen von Elrond in Kelonim eingetroffen. Es wird nun langsam Zeit, nach Midlund aufzubrechen. Allerdings wiegt Elronds Entscheidung schwer, euch die Wahl zu lassen, ob ihr in Mittelerde bleiben und den Völkern dort helfen oder zu neuen Ufern aufbrechen wollt. Der Elb Terton ist ebenfalls hier, um nach Westen zu segeln. Und ihr habt bei den Vorbereitungen für eure Reise viel Zeit mit ihm verbracht, seit sich Eladan und Elro hier nach Edelion aufgemacht haben. Der Zeitpunkt, um nach Westen zu reisen, ist schließlich gekommen und Terton erwartet euch an den Pieren von Kelondim. Ja. 14 habe ich das nur nicht mit dem Glim gescheckt, wie das funktioniert. Kann ich dir mal in einer ruhigen Minute mal erklären, Mappa? Wenn du in den nächsten Tagen mal Zeit hast, dann kann ich dir das gerne mal erklären. Ich glaube, ich krieg das langsam hin. Ansonsten in aller Not kann es auch Luna oder Hybrid erklären. Wobei ich es erstmal versuchen würde, tatsächlich. Vielleicht krieg ich es hin. Kannst du dir einfach mal sagen, wann du Zeit hast. Ab Dienstag habe ich sowieso erstmal Sturmzeit, genau. Sturmfrei und Zeit. Da passt das dann. Da habe ich mir jetzt genug. Freizeit bis zum Abendessen. Hallo, Ted. Und das Geile ist, man kann auch auf dem Pferd sitzen bleiben und die Quest annehmen. Ich finde es so toll. Ich lasse mal daher erklären, wenn nicht, meldet euch. Also ich sag mal so, wenn ich es komplett verkacke, das erklären, oder selber vielleicht doch nicht mehr ralle, dann darfst du gerne zu Hybrid flüchten. Oder zu den anderen. Alles gut, Mappa. Alles gut. Ansonsten, die Woche danach habe ich auch sturmfrei. Passt. Und selbst wenn nicht, ich habe immer Zeit. Ich bin immer mindestens 2-3 Stunden am PC. Also in aller Not habe ich so auch mitten in der Nachtzeit. Katze. Ich war ja am Überlegen, ob ich mir jetzt eine Katze für dieses für den Stream hole. Springe ich ein. In aller Not. Daria, habt ihr euch schon die guten Nachrichten gehört? Es ist an der Zeit, nach Midlund und ins gesegnete Valinor zu reisen. Wir warten erst seit einem Monat, weil jeder Tag erscheint wie ein Jahr, seit wir in Kelonim eingetroffen sind. Die Last dieses Reiches wird bald von uns genommen. Trotzdem bin ich neugierig, ob Elronds Söhne in die Ruinen von Edelion, was Elronds Söhne gefunden haben, wonach sie suchten. Ich habe viel Erzählungen über die leidvolle Geschichte dieses Ortes gehört. Wie er von einem ehrlosen Zwerg namens Skorgrim Grimhand vernichtet wurde. Aber nun ist es schon so viele Jahre verlassen. Ich frage mich, ob überhaupt noch etwas übrig ist, das man finden könnte. Ich habe das gesegnete Reich noch nie betreten, aber ich habe viele Geschichten von Valinor gehört. Eure Vorfahren haben einst dort gelebt, oder nicht? Ihr auch? Terton hält einen Moment inne und mustert durch. Ihr seht rastlos aus. Was bedrückt euch an einem so wunderbaren Tag? Miau, 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 miau. Dann habe ich ja genug Hilfe. Danke euch schon mal. Ihr gerne. Dafür sind wir da. Zum Helfen. Wie gesagt, wir sind ja auch in einer Gilde, also. Da hilft man sich. Was bedrückt euch?
erzählt Zerton, dass eure Gedanken immer wieder um eure Freunde und Verwandten kreisen und um die Entscheidung, doch in Mittelerde zu bleiben. Wieso solltet ihr hier bleiben wollen? Wie ihr ja wisst, werden in Valinor all unsere Leiden geheilt und unsere Geister erneuert. Wir müssen uns nicht mehr um die Probleme dieser Welt kümmern. Zerton spürt, dass euch seine Worte nicht überzeugt haben. Ich verstehe. Vielleicht solltet ihr über die Wege nachdenken, die eure Freunde und Verwandten eingeschlagen haben. Es könnte euch helfen, eine Entscheidung zu treffen. Ja, das könnte es. So, jetzt müssen wir immer mit den Geistern reden. Ihr denkt über die Entscheidung von Elrond, dem Halbelb, nach, dem einzigen Herold von Gil-galad, dessen Zeit in dieser Welt sich jetzt dem Ende zuneigt. Ihr denkt auch über seine Worte nach. Ihr könnt in den äußersten Westen aufbrechen, wenn ihr das wirklich wollt. Denn es ist nicht mehr an euch, die Probleme dieser Welt zu lösen. Und ihr denkt darüber nach, dass euch im Ladris behalten hat, sodass ihr diese Entscheidung eines Tages treffen könnt, anstatt euch einfach in den äußersten Westen zu schicken. Ja. Gil-galad. Ihr denkt über den Weg, nach den Gil-galad eingeschlagen hat, der Hochkönig der Elben, und über seine Tapferkeit, als er kämpfte und fiel, um die Welt vom Übel von Morgoth und Sauron zu befreien. Ihr denkt an den Verlust des Elben Teleron und an den schmerzlichen Verlust eines Gefährten im Krieg, wie ihm Gil-galad verspürt haben muss. Ihr denkt über den Tod eures Königs nach und darüber, was sein Opfer für die Völker von Mittelerde bedeutet. Also ihr merkt schon, es ist wieder sehr viel Text. Ich weiß schon, wo meine Zunge am Ende dieses Streams sein wird. Ihr denkt über die Entscheidung von Kirdan, dem Schiffbauer, nach, der in Mittelerde geblieben ist, um anderen seines Volkes die Reise nach Valinor zu ermöglichen. Ja. Hä? Mein Pferd will nicht. Glorfindel. Den lernt man übrigens auch in den Büchern kennen. Mehr sage ich da aber nicht zu. Aber man lernt die kennen. Ihr denkt über den Weg, nach dem Glorfindel eingeschlagen hat. Er ist in Mittelerde geblieben, um gegen die Übel des Feindes und seiner widerwärtigen Diener zu kämpfen. Denkt über Glorfindels Tat in der altvorderen Zeit nach und darüber, dass seine Entschlossenheit nie ins Wanken geraten ist, selbst im Angesicht des Todes. Mhm. Mhm. Und da ist noch einer. Hartalin. Ihr denkt über die Entscheidung eurer treuen Freundin Hartalin nach, die beschlossen hat, in Mittelerde zu bleiben, um es von den Übeln zu befreien, bevor es an die Menschen übergeben wird. Ihr denkt über das Pflichtbewusstsein den Völkern dieser Welt gegenüber nach und über ihre Hoffnung, dass ihr bei ihr bleibt und gemeinsam mit ihr gegen die Übel dieser Welt kämpft. Yeah. Schöne. Tada! Fliegendes Pferd. Okay, kein fliegendes Pferd. Ah, ihr seid zurück. Zu was für einer Entscheidung haben euch eure Überlegungen geführt, Adariel? Ihr sagt Terton, dass ihr in Mittelerde bleiben wollt. Meine Wahl wäre das nicht, aber ich kann eure Entscheidung verstehen. Ihr habt euch zur Aufgabe gemacht, das Böse zu bekämpfen, wo es auch auftauchen mag. Hier in Kelonim scheint das zwar nicht zu sein, aber es ist wahr, dass wieder großes Übel in dieser Welt am Werk sind. Während ihr mit euren Überlegungen beschäftigt wart, sind Eladan und Elro hier in Kelonim eingetroffen. Wir möchten sofort mit euch sprechen. Ich habe ihnen gesagt, dass ich ihre Bitte weiterleiten werde, wenn ihr zurück seid. Sie erwarten euch beim Stallmeister. Mein Weg führt mich in den äußersten Westen, aber der eure scheint nun in eine andere Richtung zu gehen. Mögen die Valar euch leiten und möge euch eines Tages wieder der Frieden von Valinor zuteil werden. Ja. 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 So, wir alle freuen uns. So. Gut, wie spricht man deinen Namen aus? Hallo, Sinclair? Sinclair? Hi. Was auch immer dein... Jetzt schockt das mal die Bedeutung. Aber ja, du guckst, die ist richtig. Wir spielen hier gerade wieder Herr der Ringe online. Nach Ewigkeiten. Und wir fangen neu an. Was für ein Wunder bei mir. Und? Ja, haben wir einmal eine Quest. Oh, die Prolo-Quest. Das ist gut. Ihr eine Minute eurer Zeit für mich opfern? Ich glaube, hier kommt man auch raus, wenn man den normalen Elb spielt. Ich habe den normalen Elb lange nicht mehr gespielt. Tut mir leid, dass ich in euren Gedanken zu stören, aber vielleicht könnt ihr mir Caravor in
mit Cadavor in Celonym sprechen. Er scheint sich Sorgen über irgendwas zu machen. Nach dem zu urteilen, was ich über euren Mut gehört habe, könntet ihr ihm vielleicht helfen. Ihr findet ihn ganz in der Nähe am Pier. Ja. Noch mehr reden. Überall, wo Prolog steht, darf ich labern. Hallo, Cadavor. Ein grauer Schatten liegt auf meinem Herzen. Seid gegrüßt. Wir wurden von einander noch nicht vorgestellt. Mein Name ist Calvo. Und ihr seid? Erlaubt mir, euch mein Leid zu klagen. Okay. Ich hörte, ihr seid weit gereist. Vielleicht habt ihr unterwegs meinen Sohn Avatar gesehen. Ich erhielt eine Nachricht von ihm, dass er auf einen Besuch nach Duelund kommen wollte. Doch er lässt auf sich warten. Das sieht ihm gar nicht ähnlich. Auf seinen Reisen hierhin spricht er oft mit Fremden. Besucht zusammen mit einem Zwergenfreund namens Atal das Tal Nenhilit. Atal wacht über die Straße und ist den wenigen Zwergen, die nach Kelonim kommen, behilflich. Womöglich unterhält Avatar sich just in diesem Moment mit ihm und hat dabei die Zeit vergessen. Würdet ihr ihn für mich suchen? Begebt euch durch die Wälder südwestlich von Kelonim bis ins Tal Nenhilit. Dort befindet sich ein kleines Elbenlager. Solltet ihr Avatar dort nicht finden, läuft euch vielleicht Atal über den Weg. In diesem Fall sprecht mit ihm und findet heraus, was er Neues über Abenteuer zu berichten hat. Aber vorher würde ich gern einmal zu den Handwerkern, also zu unserem Handwerkslager. Und diesmal möchte ich direkt von Anfang an mein Handwerk bitte wählen. Und nicht erst dann, wenn ich schon 30 Stunden gespielt habe. Ich vergesse es nämlich jedes Mal. Hallo. Würdet ihr eine Minute eurer Zeit für mich opfern? Handwerk. Bin ich hier richtig? Nee, ich muss eine höher. Den kann ich nämlich auch gleich nochmal das Crafting zeigen. Beim Crafting kann ich aber noch nicht so viel erklären. Da sei schon mal dazu gesagt. Da lerne ich selber noch dazu. Ich bin froh, wenn ich das alles hinkriege, was ich machen möchte. Ich grüße euch. Ja, ich grüße dich auch. Was auch immer ich da jetzt gerade schon wieder getan habe. Muss ich mit wem nochmal reden? Ich glaube, mit dir muss ich reden. Ja. So. Jetzt darf man sich hier einen Berufszweig aussuchen. Wir haben einmal den Berufszweig Rüstungsschmied. Oh Gott, so kann ich mir reden. Mit Schmied, Schürfer, Schneider. Dann den Entdecker, Schneider, Fürst und Schürfer. Waffenbauer, Waffenschmied, Schürfer, Drechsler. Kesselflicker, Goldschmied, Schürfer, Koch. Berufszweig Freibauer, Kochbauer, Schneider. Waldhüter, Drechsler, Förster, Bauer. Oder gelehrter Waffenschmied, Bauer. Jetzt muss ich gerade noch mal gucken. Was musste ich denn machen? Ich weiß es gerade gar nicht, ne? Ich muss einmal noch mal ganz kurz nachgucken. Ich hatte mir das nämlich alles rausgesucht, was ich noch mal für meinen brauchte. Ich meine, das war der Goldschmied und der Schürfer dabei. Meine ich. Weil ich möchte es ja richtig machen. Ich würde sagen, falls einer weiß, welcher Beruf da am sinnvollsten ist, sagt es mir, aber ich glaube, wir haben alle keine Ahnung. So, warte mal. War hier. Ah ja, okay. Der Kesselflicker müsste es sein. Gegrüßt. Mit dem Goldschmiedschiff von Koch. Ich hoffe, dass es richtig ist. Wenn nicht, ist es jetzt eh egal. Also, man darf noch eigentlich gerne noch reingrätschen. Aber, ne? Warte, das soll man wegmachen. So. Wir lernen es einfach. Handwerkliche Berufszweige. Ja. So. Jetzt haben wir hier einmal die Einführung. Wir machen immer erstmal einen nacheinander. So, die packen wir einmal hier hin, unser Handwerkszeug.